Auf ins kühle Nass. Eisbaden mit den Hasselfelder Eisperlen. Während sich andere bei Schnee und Minusgraden vor dem warmen Kamin setzen, haben die Eisperlen in Hasselfelde einen ganz anderen Plan. Alle Jahre wieder kommt die Eisbadezeit. In Hasselfelde nieder, wir Eisperlen sind bereit. Die Motorsäge jault, das Eis zerbricht im Nu. Wir lassen uns hernieder und frieren trotz der Schuh. Da sind wir! Um an das kalte Wasser zu kommen, brauchen Sie natürlich erst einmal ein wenig Hilfe. Mit einer Kettensäge wird ein großes Loch ins Wasser geschnitten, damit man ungefährlich ins Wasser gehen kann. Jede Woche friert das Wasser wieder zu, dieses Mal sogar 7 cm dick. Aber wer genau geht denn bei Minusgraden ins Wasser? Unsere verrückte Truppe gibt es seit 2016 und animiert wurden wir mal von den Magdeburger Eisrollern. Und die haben uns dazu gebracht, dass wir auch jetzt jede Woche hier immer ins Alzebad gehen in Hasselfelde. Und schöne Tradition, hält uns fit und wir freuen uns immer über jeden, der mit uns so verrückt ist und auch ins Wasser geht. Also ein gemeinschaftliches Hobby, für das man auch ein bisschen verrückt sein muss. Gemeinsam machen sie sich fertig und dann geht es ins kühle Nass. Manch einer hält es etwas länger aus, manch einer muss schon früh wieder aus dem Wasser. Klar ist jedoch, dass es fürs Eisbaden Nerven aus Stahl braucht. Einige Mitglieder machen dann sogar noch einen Schneeengel, bevor es wieder ins Wasser geht. Auch zu Weihnachten und Silvester steht das Eisbaden an. Wir treffen uns Heiligabend um 8 Uhr hier zum Kerzenscheinbaden, sagen wir immer, oder? Und beginnen dann den Heiligabend zusammen. Silvester lassen wir das Jahr ausklingen und am 1. Januar wieder anbaden. Am Ende gibt es gemeinsam ein paar Kleinigkeiten und ein warmes Getränk, bis man sich wieder zum Eisbaden trifft.